Ich fahre an den Gartenbuchpreis in Bennelore. Es ist 9.15 Uhr, ich muss noch tanken und noch ein bisschen Euro rauslassen und dann geht's los. Ich freue mich sehr. Es ist 3 Uhr, um 4 Uhr fängt der Rundgang an und ich bin jetzt im Hotel eingecheckt und mache mich jetzt kurz frisch. Und dann geht's auch schon los nach Bennelore. Ich bin jetzt ready und muss noch etwa 10 Minuten fahren. Die Gartenbuchpreisverleihung startete um 16 Uhr mit einer Gartenführung durch den Schlosspark Bennelore. Der grüne Baron führte uns durch den persischen Garten. Ein weiteres Highlight ist das Mondtor. Dahinter verbirgt sich der Rhododendronpark. Der Baron erzählt, dass der Schlossweiher im Sommer mit Seerosen bedeckt ist. Die Geländemodellierung der Theaterinsel ist spektakulär. Das Schloss ist in Barockzeiten entstanden. Das Wetter war an dem Abend leider sehr schlecht. Der offizielle Teil startete um 5:30 Uhr. Mein größtes Highlight ist der große Tisch mit den eingesendeten Büchern. Da habe ich reichlich gestöbert. Ich bin das 18. Jahr dabei, aber schon ein paar Jährchen. Deswegen ganz kurz die Frage an Sie, wer war denn schon mal hier bei Deutsch? Eine Hose an, passt nicht ganz dazu, aber... Hier siehst du die Gewinner und hier die Bücher, welche gewonnen haben. So, ich bin wieder zurückgekommen. Es ist schon 1 Uhr, aber es war sehr nett und ich gehe jetzt schlafen.